herr präsident! im deutsch sowjetischen nichtangriffspakt legten hitler und stalin ihre interessensphären in mitteleuropa fest und besonders für die baltischen staaten waren die folgen verheerend. ähnlich wie in weißrussland planten die sowjets schon bald die deportation der führenden schichten im baltikum und in der nacht vom. dreizehn auf. vierzehn juni kam es zu ersten massendeportationen. ohne vorwarnung ohne anklage wurden menschen aus ihren wohnungen gerissen. zweitausendzwei erklärte das estnische parlament die deportationen zu einem verbrechen gegen die menschlichkeit. der. vierzehn juni ist in estland ein staatlich anerkannter gedenktag. der tag dient zur erinnerung und zur trauer ist aber auch ein zeichen der wertschätzung des aktuellen demokratischen und unabhängigen estlands. in europa und auf der welt macht der. vierzehn juni aufmerksam auf das oft vergessene leid kleinerer staaten und völker gerade in der ehemaligen sowjetunion.